Die Nike-Aktie ist abgestürzt, hat 20% verloren innerhalb eines Handelstages. Was ist passiert? Ist die Aktie ein Kauf? Und vor allem, wie habe ich persönlich reagiert? Denn auch ich bin davon betroffen. Ich habe nämlich Nike im Privatdepot. All das erfährst du hier. Mein Name ist Thorsten Dietz. Es geht ums langfristige Investieren. Wir wollen von langfristig steigenden Kursgewinnen und Dividenden profitieren. Mit Nike hat es bislang eigentlich ganz gut geklappt. Also wenn man lang genug rauszoomt, sage ich mal, schauen wir mal, ob das auch weiterhin der Fall sein wird. Und an der Stelle ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Und auf los geht's los. Wir schauen uns die Nike-Aktie an. Zuerst mal hier den Absturz. Wir machen hier mal hier Year-to-Date, logarithmisch. Und dann sieht man hier, dass die Aktie 20% innerhalb eines Tages verloren hat. Langfristig, habe ich gesagt, ist die Aktie nicht schlecht. Sieht man hier auch schön. Hier ein bisschen Ladehemmung seit ungefähr 3 Jahren. Was ist passiert? Das Management hat eine Umsatzwarnung im Prinzip rausgegeben. Man denkt, dass jetzt im laufenden Geschäft, was gerade angefangen hat, hat es gerade angefangen, lass mich mal prüfen. Ja, hat gerade angefangen, Ende Mai, das Geschäftsjahr zu Ende gewesen, also einen Monat läuft es schon, dass man hier im einstelligen mittleren Bereich irgendwo einen Umsatzrückgang haben wird. Man sieht auch bereits schon im Aktienfinder, dass der Umsatz hier auch unten einknickt, der Gewinn ebenfalls. Und der Grund dafür: wir haben hier zunehmend bei Sportartikelherstellern, auf der einen Seite sind sie wirklich erfolgversprechend, weil wir haben hier wirklich Produkte im Sportbereich, die schönes Wachstum haben. Das ist aber auch das Problem. Also Sportartikel werden immer mehr zu Fashion und Lifestyle. Also es geht immer mehr weg von dem rein Funktionalen, was den Umsatzanteil angeht. Das heißt, dass man den Fußball richtig kicken kann mit einem richtigen Drall oder mit der richtigen Härte oder mit dem Yoga richtig machen kann oder Badminton oder was auch immer. Sondern die Leute, die dann diese Sachen kaufen, die machen damit gegebenenfalls auch überhaupt keinen Sport mehr, sondern laufen halt ganz normal damit rum. Und das heißt, dass es halt immer mehr Trendware wird. Also es ist ein interessanter, wachsender Markt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird er immer schwerer vorhersehbar. Und dann ist es wichtig, dass das Management nah am Puls der Zeit ist. Und es liegt der Verdacht nahe, dass bei Nike hier wir Defizite haben. Es gibt ja einen neuen CEO, der hat das Ruder, glaube ich, 2019 oder 2020 übernommen und der ist eher so digital affin und hat versucht, so die Margen zu erhöhen über den Direktvertrieb, den zu stärken. Das heißt, über Abverkäufe direkt über die Webseite oder über eigene Shops. Und das sieht man natürlich nicht in eigenen Shops, wie die Produkte der Konkurrenz so gehen. Und ich denke, man hat die Händler etwas vernachlässigt und ist da so ein bisschen vom Puls der Zeit abgekommen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das Management doch relativ offen und ehrlich. Man hat schon vorher gesagt gehabt, einige Monate vorher, dass man mit den alten Erfolgsprodukten, mit den Air-Produkten, Air Jordan und Air Force One, dass die nicht mehr so gut laufen und dass man jetzt quasi was Neues suchen muss. Und wie schnellliebig das Ganze ist, das sieht man auch, wenn man beispielsweise sich Adidas anschaut. Die kamen einem lange Zeit vor wie ein sinkendes Schiff. Und wenn man jetzt die Performance anschaut, geht es plötzlich wieder richtig gut, unter anderem auch die Aktie. Gucken wir uns mal Adidas hier an. Adidas. Und da sieht man, dass die jetzt hier Nike deutlich outperformt hat. Die sind im Plus um die 30% und Nike um die 30% im Minus. Und vorher lief Nike die ganze Zeit deutlich besser und war die Aktie auch entsprechend höher bewertet. Bei Adidas, da laufen jetzt diese Samba-Reihe ganz gut und die laufen jetzt halt besser als die Nike Sneakers beispielsweise. Und das kann sie aber wieder umdrehen. Also wichtig ist, dass das Management erkennt, dass es Defizite hat. Dann dauert das Ganze eine Weile, bis sie auch wieder auf den Markt reagiert haben. Und dann sollte das wieder besser laufen und dann sollte der Turnaround geglückt sein. Das ist im Prinzip meine Lesart. Und momentan, also ich behalte die Aktien, das sage ich schon mal vorweg. Ich habe die Aktien gekauft. Gehen wir wieder nur hier bei Nike rein. Ich habe die Aktie gekauft im April, am 29. April, also hier habe ich die Aktie gekauft und jetzt bin ich natürlich dann auch so um die 20% hier damit
erstmal im Minus. Kaufe jetzt aber auch nicht nach, zumindest nicht die Nike-Aktie. Ich habe aber tatsächlich einen Sportartikelhersteller nachgekauft. Das verrate ich an der Stelle auch. Allerdings nicht in mein Privatdepot, sondern ins Firmendepot. Im Firmendepot liegt der Fokus auf Wachstum, auf Gewinnwachstum. Und deshalb sind wir nicht so auf Dividenden scharf, denn Dividenden werden mit 30% versteuert in der GmbH und Kursgewinne nur mit 1,5%. Deshalb sind Kursgewinne attraktiver. Und Lululemon Athletica, die habe ich jetzt nachgekauft. Das heißt, die hatte ich vorher auch schon im Depot. Da war ich vorher Lululemon Athletica. Das ist ein sehr margenstarker Sportartikelhersteller. Die machen also hochpreisiges, die haben auch doppelt so hohe Margen, ungefähr operative Margen wie Nike. Und im Unterschied zu Nike sieht man hier keine Rückgänge bei Umsatz und Gewinn, sondern man sieht hier, das ist auf Allzeithoch, auch eine sehr solide Bilanz. Sie haben auch den Ausblick im letzten Monat, erst im Juni, erhöht. Also da läuft es, was auch nochmal zeigt, also die Beispiele Adidas und Lululemon zeigen, dass es kein allgemeines Problem gibt, sondern dass das Problem momentan eher bei Nike ist. Nichtsdestotrotz, die Aktie von Lululemon ist auch richtig zurückgekommen. Wir sehen hier langfristig sehr gutes Investment, 2007 bis heute über 2000%. Aber wenn wir uns das Year-to-Date anschauen, dann sieht man hier, dass die Aktie noch mehr verloren hat als Nike. Kann natürlich daran auch liegen, dass die Aktie vorher überbewertet war. Das kriegt man ja auch alles raus bei uns im Aktienfinder über die Bewertung. Wenn man sich die anschaut, dann sieht man, dass die Aktie hier teilweise vor kurzem noch in den 40er KGV gehandelt wurde. Und momentan haben wir hier um die 20. Also momentan sind wir hier beim KGV auf Nike-Niveau tatsächlich. Wir nehmen jetzt nochmal den bilanzierten Gewinn. Hier sieht man das. Wir sind jetzt hier im Prinzip bei Nike-Niveau und bald soll dann die Aktie sogar noch günstiger werden als Nike, weil die Gewinne hier weiter steigen, während bei Nike wir erstmal rückläufige Gewinne haben sollen. Deshalb steigt er hier, sieht man bei der blauen Linie des KGV. Jetzt ist mir eingefallen bei Nike, jetzt gehen wir nochmal zu Nike zurück. Wir haben uns wieder die Bewertung angeschaut bei Nike, noch die Dividende. Die Dividende ist interessant, weil die liegt jetzt bei knapp 2%, soll noch weiter steigen und ich halte die Dividende für ja, sicher. An der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, aber wenn wir uns den freien Cashflow anschauen und den Gewinn und dann hier, wo die Dividenden sind, da sieht man jetzt noch eine Menge Luft nach oben. Oben haben wir auch die Kennzahlen, die lassen wir jetzt aber mal weg. Auch hier, wir haben auch schöne liquide Mittel, aber da gehe ich nicht so weit mal drauf ein. Und hier bei den Multiples sieht man hier, dass die Aktie, die Nike-Aktie, deutlich günstiger ist als im Schnitt der Vergangenheit, auf die letzten 10 Jahre, ein 33er KGV und jetzt um die 20. Und entsprechend erscheint die Aktie auch unterbewertet. Wenn wir hier mal den 10-Jahres-Zeitraum, den wir out of the box haben, den lasse ich drin, ich gehe mal hier rein. Und da hätten wir hier out of the box, wenn wir zur Konsensschätzung gehen, bis hier sind es 15 Analystenschätzungen, hier sind es nur noch 6, aber nicht den Zeitpunkt, hätten wir hier einen fairen Wert von 110 US-Dollar. Die Aktie hatte schon mal gekostet gehabt 175 US-Dollar. Allerdings ist das berechnet auf einen Schnitt von 29 KGV. Ich würde hier schon runtergehen auf 24 zum Beispiel. Halte ich auch für realistisch. Also ich würde jetzt hier nur das KGV von 29 auf 24 senken, wegen der aktuellen Probleme. Interessant wird die Aktie eh nur, wenn man glaubt, also kaufenswert ist die Aktie potenziell eh nur, wenn man glaubt, dass der Turnaround gelingt. Und in dem Fall würde ich das KGV auch nicht so tief runternehmen. Und dann hätten wir hier noch eine Renditeerwartung von 13% auf 2 Jahre, also insgesamt 26%. Also die Aktie ist dann schon interessanter. Wie gesagt, ich kaufe sie nicht nach. Bei Lululemon Athletica sieht es dann auch nochmal ein bisschen anders aus. Ich verzichte jetzt auf die Bewertung. Ich werde Folgendes vorschlagen. Geh mal einfach hier aufs Aktienprofil von Lululemon und das ist völlig kostenlos, kannst du anschauen. Wir haben für jede Aktie ein kostenloses Aktienprofil und da haben wir unter anderem auch die Beschreibung drin, für wen die Aktie geeignet ist, für welche Anlagestrategie und dann haben wir hier auch die Bewertung. Das, was du gerade schon gesehen hast, haben wir hier drin und hier haben wir dann auch eine Bewertung out of the box. Kannst du dir dann auch alles gerne anschauen oder natürlich das Beste direkt im Aktienfinder. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich behalte meine Nike-Aktien. Wer an die Nike-Aktie glaubt, an den Turnaround und ein bisschen Zeit mitbringt, für den könnte es eine interessante
Einstiegsgelegenheit sein. Der Sportartikelmarkt an sich ist interessant, ist für mich eine Wachstumsbranche, aber halt schwer berechenbar. Lululemon finde ich momentan auch sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt natürlich Kommentare, Feuer frei. Schreibt rein, was ihr davon haltet. Welcher Sportartikelhersteller ist für euch derjenige, der euch am meisten gefällt? Und da möchte ich euch jetzt noch eine Geschichte zeigen. Nämlich gibt es wirklich viele Sportartikelaktien. Und zwar könnt ihr hier ja filtern nach dem Sektor. Und dann haben wir hier Bekleidung und Luxusgüter. Und da habe ich schon einen Merkzettel hier gemacht. Da sind viele Aktien drin aus dem Bereich Sportartikel. Und hier seht ihr beispielsweise, was es alles gibt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aktien alleine aus dem Bereich. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt alle gefunden habe. Aber ich habe das relativ schnell gemacht. So, das war es jetzt tatsächlich. Ich hoffe, es war was Inspirierendes, Wissenswertes dabei. Und bis zum nächsten Video. Ciao.